Unser nächster Fall spielt in Wien, in der Lobau. Ein Teil eines Zufahrtsweges zu einer Siedlung gehört, aus welchen Gründen immer, privaten Anrainern. Und die wollen diesen Straßenteil jetzt absperren und einzäunen. Wenn das passiert, dann befürchten die Siedler ein Verkehrschaos. Sascha Stefanakis hat sich den Naufahrtweg an Ort und Stelle angeschaut und wurde bei strömendem Regen von mehr als 100 empörten Anrainern empfangen. Wir biegen von der Hauptstraße, dem Biberhaufenweg, in den Naufahrtweg. Die direkte Verbindung zu einer Siedlung mit hunderten Einfamilienhäusern. Zufahrt nur Anrainern gestattet. Noch, denn den Naufahrtweg werden selbst die Anrainer bald nicht mehr passieren dürfen bzw. können, wenn es nach den Plänen des Bezirks und den Eigentümern dieser asphaltierten Fläche geht, auf der das Auto vorbeifährt. Das ausnahmsweise schlechte Wetter bei den Dreharbeiten ist symptomatisch für die Gefühlslage der Bewohner hier. Für sie wäre die Sperre des Naufahrtswegs und die Absperrung dieser Fläche, auf der sie sich heute versammelt haben, eine kleine Katastrophe. Wir stehen da eigentlich im Prinzip auf Privatgrund. Das ist Wald- und Wiesengrund, also SWW-Grund. Das alles ist Privatgrund? Das ist ja alles Privatgrund, genau. Das geht ungefähr bis zum Ende vom Asphalt und geht rauf bis zu den übernächsten Strommasten. Und das ist da alles Privatgrund. Der anschließende Teil da auf der Seite, das ist Gemeinde-Wien-Grund. Und in dem Gemeinde-Wien-Grund soll dann auch der Abwasserkanal installiert werden. Und das Problem ist eigentlich dann, dass mit der Herstellung vom Kanal diese Straße und die Parkmöglichkeiten, die da sind, wegfallen. Das heißt, es wird dann geschliffen und wir haben keine Möglichkeit mehr, dass wir direkt nach oben zum Biberhaufenweg fahren können. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn der Naufahrtweg gesperrt wird, wird diese Straße, auf der wir hier stehen, weg sein? Genau, die Straße ist weg. Und wenn dann der Naufahrtweg, die rot gekennzeichnete Linie, nicht mehr befahrbar ist, müssten alle den blau gekennzeichneten Umweg machen. Wir sind die Strecke selbst abgefahren. Zunächst den schmalen Angora-Weg entlang. Viele neue Einfamilienhäuser säumen das Gässchen. Kein Gehsteig, parkende Autos, die im wahrsten Sinne im Weg stehen. Nach circa einem Kilometer geht's dann links in den Ulanenweg und dann nochmals über einen halben Kilometer zur Hauptstraße, wo man dann bei der roten Ampel lange auf die Grünphase warten muss. Wir haben da viele Siedlungshäuser und die sollen auf einer Straße hinausfahren. Und diese Ampel ist dauernd auf Rot, da kommt kein Mensch raus und rein. Das ist eine Katastrophe, wird es in Zukunft werden, wenn dieser Weg nicht offen bleibt. Das ist eine Mauserfalle, kommst nicht mehr raus. Ja, ein blödes Beispiel, ja. Da oben bauen sie jetzt. Da ja. Steht der Mischwagen, die Pumpen steht. Und irgendwer hat da einen Notfall mit der Rettung, kommt nicht rein. Bitte warten. Da kommt es nicht, da ist aus, ein Feuer aus, da kommt keiner mehr rein. Ja gut, und am Ulanenweg, ja, da, am Fliegerweg ist ja der Kindergarten, ja, und die gehen ja oft spazieren, das ist ja ganz normal, ja. Wie verhält sich denn das mit dem Verkehr? Das gibt's ja gar nicht. Und hinten ist die Kinderfarm. Und hinten ist die Kidsfarm, ja, also das kann's ja gar nicht sein. Das heißt, Sie meinen, das ist auch gefährlich für die Kinder? Natürlich. Der Ulanenweg ist viel zu schmal für sowas. Wenn du am Biberhaufenweg musst, am Ulanenweg abbiegen, da hast du den Gegenverkehr, in der Frist ist schon bis Aspern und jetzt tue ich ja den behindern, den Gegenverkehr. Also, wie man sich das vorstellt. Wenn einer Arzt braucht oder wenn einer rausfahren würde in die Arbeit, das ist zu. Das ist jetzt sogar schon manchmal zu, wenn die Kanalrahmen da stehen. Die steht da am Weg, einer da am Weg. Du fährst zwar von Haus raus, und kommst aber von der Gasse nicht weg. Dann versuchst du die zweite Gasse, steht der zweite Kanalrahmen. Da musst du 20, 30 Minuten warten. Das sind die Ärmsten dran, meine Herren. Was echt, das ist ein Verbrechen. Und jetzt ist offenbar völlig unverständlich, seit mehr als 60 Jahren, dass diese Situation besteht, wird jetzt offenbar um Förderung von Privatinteressen, um eine optimale Gestaltung eines Privatgrundstückes zu ermöglichen, eine Konstruktion geschaffen, mit dem alle anderen Wege durch einen einzigen abfließen und dann vorne alle vor einer Ampel stehen und nicht rauskommen. Also es ist eigentlich sehr bedauerlich und eigentlich völlig unverständlich, wo dort das öffentliche Interesse dran liegen soll. Laut Bezirksvorsteher sind die Eigentümer dieser Fläche, mehrere Privatpersonen, an der Eskalation schuld. Die hätten nämlich das zuletzt 1993 erneuerte Benutzungsübereinkommen mit der Stadt Wien aufgekündigt, weil sie die Absicht hätten, auf dieser Fläche zu bauen. Die Eigentümer widersprechen. Am Telefon erklärten sie uns, dass sie die Zufahrt durchaus erhalten wollten, dafür den Tausch eines Grundstücksteils mit der Stadt vorgeschlagen hätten.
Doch wegen der Widmung dieser Fläche, nämlich Schutzzone Wald- und Wiesengürtel, sei keine Grundstücksteilung möglich, hätte ihnen unter anderem die Umweltanwaltschaft Wien die Zustimmung verweigert. Wer oder was auch immer Auslöser dieser leidlichen Situation gewesen ist, so weit habe es nur deshalb kommen können, weil Bezirk und Behörden es verabsäumt hätten, rechtzeitig Rechtssicherheit zu schaffen. Es gibt da lauter alte Nutzungsverträge nur, die handschriftlich ausgebessert und so weiter, aber niemals eine Rechtskraft erlangt haben. Es war niemals ein Flächentausch oder eine Übernahme ins öffentliche Gut im Gespräch, sondern nur alte Fehler mit neuen halt optimiert. Ne? Das gilt die Unschulds- oder Unfähigkeitsvermutung. Kann der Naufahrtweg noch gerettet werden? Die Anrainer wollen eine vernünftige Lösung, kein kilometerlanges Nadelöhr, durch das sich hunderte Autos tagtäglich aus der Siedlung schlängeln müssen. Bisher habe die Bezirksvorstehung nur mit den Achseln gezuckt und konstruktive Gespräche verweigert, behaupten die Anrainerinnen und Anrainer. Ja, und dazu kann der Bezirksvorsteher von Donaustadt gleich im Studio Stellung nehmen. Im Studio begrüßen wir den Herrn Bezirksvorsteher Ernst Nevrivi. Danke fürs Kommen, dass Sie sich dieser Diskussion stellen. Auf der anderen Seite begrüßen wir von Seiten der Anrainer den Herrn Ernst Klicker, Herrn Georg Mailänder und die Rechtsanwältin Dr. Susanne Freier. Danke fürs Kommen. Und an der Seite des Herrn Bezirksvorstehers steht auch mein Kollege Sascha Stefanakis. Er hat die Eigentümer des umstrittenen Teils des Naufahrtweges eingeladen. Die wollten nicht kommen, haben eine schriftliche Stellungnahme geschickt, die sie dann vortragen werden. Ja, Herr Bezirksvorsteher, Sie haben die Kritik gehört. Hat die Behörde, hat die Bezirksvorstehung es verabsäumt, da Rechtssicherheit herzustellen? Das sehe ich nicht. Das Problem, was wir dort haben, ist, dass wir dort einen über viele Jahrzehnte geduldeten Zustand haben. Wir haben dort einen Weg, der Auffahrtweg, der nicht als Fahrbahn gedacht ist und auch so nicht gewidmet ist. Der Zustand oder die Situation, dass die Anrainer dort einen Zufall haben können, ist natürlich für die Anrainer in jedem Fall besser. Und das, was jetzt ist, ist eine wesentliche Verschlechterung für alle Anrainer und Anrainer, die dort sind. Und der Bezirk möchte und wollte das auch nie. Und wir haben ja gesprochen schon vor Jahren. Also was jetzt kommen soll, dieser Umweg. Das ist nicht das, was wir uns wünschen oder gewünscht hätten. Aber die einzig rechtliche Möglichkeit, die uns inzwischen bleiben, dieser Vertrag, dieses Benutzungsübereinkommen, das wurde von seitens der Grundbesitzer dort nicht mehr verlängert. Die haben auch angedroht, die Straße zu sperren. Der Kollege Mailänder war dabei, wir haben uns unten getroffen, wie es erst einmal mit einer Tour war. Das war 2015 schon. Hätte dazu geführt, dass Teile dieser Anlage gar nicht mehr angefahren werden hätte können, wenn die Straßen tatsächlich gesperrt haben, die für ihren privaten Besitz sind. Dann gab es jahrelange Verhandlungen mit den Dienststellen, die 28, die MA 21, die Umweltanwaltschaft, mit den Grundbesitzern. Und dieser Angriff wäre nicht gewesen, wenn es heute da gewesen wäre, dann hätten sie es da auch erklären können. Aber den Grund tauschen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein schönes Grundstückchen am Wasser dort gehabt hätten. Das wäre ihnen wahrscheinlich lieber gewesen. Hören wir uns kurz an, wie die Anrainer bzw. wie die Eigentümer dieses umstrittenen Grundstückes argumentieren. Wir haben eine Stellungnahme bekommen und angehängt war auch ein Plan, den wir vielleicht einspielen können, damit man sich ein Bild davon machen kann. In der Stellungnahme heißt es, wir Mitbesitzer waren mit der Teilung und einem 1:1 Grünstreifentausch mit der Stadt einverstanden. Da wir unterschiedliche Anteile besitzen, wäre nur eine Drittelung möglich. Deshalb die eingezeichneten Parzellen. Und auf diesem Plan sieht man diese schwarz umrandeten Flächen und links und rechts vom Havannaweg bzw. vom Naufahrtweg. Das wäre die Fläche des Grundstückstauschs gewesen. Aber leider wurde unserem Vorschlag von den Behörden nicht stattgegeben, denn auch wir hätten uns über eine Durchfahrtsstraße gefreut. Und man sagt auch am Telefon, Sie, Herr Bezirksvorsteher, wären auch mit diesem Plan einverstanden gewesen. Ich hätte jeder Lösung zugestimmt, die dazu geführt hätte, dass die Anrainerinnen und Anrainer da jetzt nicht kilometerlange Umwege tagtäglich machen müssen. Das stimmt schon. Das Problem, was wir dort haben, ist, dass sich das gesamte Gebiet im Schutzgebiet befindet, dort ist Schutzgebiet Wald und Wiesen, teilweise noch nur mit landwirtschaftlicher Nutzung. Und es ist leider Gottes unmöglich, dass wir im Schutzgebiet eine Fläche für öffentlichen Verkehr widmen. Das ist unter der jetzigen politischen Konstellation undenkbar. Das Magistratsabteilung 21 hat das auch dezidiert ausgeschlossen. Und somit haben wir die Situation, dass wir einen Weg haben, der zwar befahren werden kann, aber nicht befahren werden darf. Frau Dr. Freier. Also ich möchte zunächst einmal sagen, die Klienten, die ich vertrete, das sind 200 Siedlungsbewohner.
betroffen sind bis zu 600, wenn die Wege, wie wir später auch aufzeigen werden, umgeleitet werden über den Ulanenweg. Und durch die jahrzehntelange Nutzung, das sind nicht 60, das sind über 80 Jahre, die dieser Weg schon genutzt ist, sind aus meiner Sicht sehr wohl Besitz- und Fahrtrechte entstanden, die ersessen sind, die auch jeder, der hier Grundeigentum erworben hat, jedem ersichtlich war, dass hier ein Weg verläuft. Und es ist ja auch nicht so, dass umgewidmet werden muss, um aus einem Wiesen-, Wald- und Wiesenschutzgebiet jetzt eine Straße zu machen. Die ist ja vorhanden. Die gehört einfach in legalisiert, also in gesetzliche Bahnen gelenkt, dass man halt dort eben nicht illegal fährt. Aber man durchkommen mit einer Klage auf Ersitzung? Aus meiner Sicht insoweit, als der Nauffahrtweg kein Weg ist, der einem Gemeingebrauch dient, der ist ja auch unmittelbar nach diesem Siedlungsgebiet aus, sondern der Nauffahrtweg ist der Zufahrtsweg, um diese Siedlergemeinschaft mit Fahrtwegen und Fahrtrechten zu versorgen. Und in der Judikatur ist auch gefestigt, dass man sogar Wanderwege ersitzen kann. Und da würde ich meinen, ist das Interesse noch weniger brisant, als wenn ich zu meinem Haus zufahren möchte. Und wir werden dann sehen, wie weit die Umwege wirklich sind. Und das aus meiner Sicht ist der sinnvollste Weg, dass die Stadt Wien diese Umwidmung vornimmt und der bloße Verweis auf das Schutzgebiet nicht zielführend. Herr Mailänder, Sie haben da Skizzen mitgebracht. Was genau sieht man da? Ausschauen tut es dann in Zukunft so, da oben ist wieder der Biberhaufenweg. Wir können da nicht mehr da den Auffahrtweg runterfahren, sondern müssen komplett den Biberhaufenweg entlang, den Ulanenweg runter, den ganzen Angoraweg und dann haben wir erst die Möglichkeiten, dass wir da wieder reinfahren. Dieser Bereich da ist dann der gesperrte Bereich und das ist dann der Rad- und Fußweg, der dann in Zukunft vorhanden ist, beziehungsweise so müsste dann auch Wienkanal mit dem Abwasserkanal fahren. Und somit ist uns der direkte Zugang auch da in die Richtung runter untersagt. Und der Angoraweg auf diesem Abschnitt, wenn der blockiert ist, dann ist es eigentlich für uns eine Mausefalle. Frau Dr. Freier, was ich Ihnen nur gerne noch vorhalten möchte, ist eine Stellungnahme der Wiener Umweltanwaltschaft, die sich auch mit diesem Thema Schutzzone beschäftigt hat. Die schreibt, das gegenständliche Teilstück des Nauffahrtwegs ist derzeit in schlechtem Zustand und verläuft direkt neben dem Ufer der alten Nauffahrt. Für die ursprünglich angedachte Neugestaltung des Nauffahrtweges wäre eine Abteilung des Wald- und Wiesengürtels notwendig gewesen. Diese Abteilung widerspricht der Erhaltung des Wald- und Wiesengürtels und ist deswegen nicht zulässig. Und bei einer baulichen Umsetzung der gewidmeten südlichen Verbindung zwischen Havanna und Angoraweg ist die Zufahrt über den Nauffahrtweg nicht mehr notwendig. Abtretung nicht zulässig. Also das letzte Stichwort möchte ich auch aufgreifen, dass der Zufahrt nicht mehr notwendig ist. Das sehe ich ganz anders, eben mit diesem Hinweis darauf, was man schon bei den Siedlern in der Argumentation gemerkt hat. Wenn der Havanna-Weg, der Angora-Weg versperrt ist, dann kommt dort kein Notarzt und kein Einsatzwagen durch. Und dann wird es aus meiner Sicht auch Amtshaftungsansprüche geben, wenn wir schon von rechtlichen Dingen reden. Das war der schmale Weg, wo die Autos geparkt haben. Das ist dieser Teil des Angora-Weges. Ja. Und den haben wir auch in der subjektiven Kamerafahrt gesehen. Das ist das Nadelöhr, von dem ich spreche. Wo die, also Amtshaftungsansprüche möglicherweise, aber trotzdem. Weil wir heute Abtretung. Schon darüber sprechen, dass das eine Gefahrensituation ist. Aus umweltrechtlicher Sicht sehe ich so, dass es insoweit anders ist, als dass ein Siedlungsgebiet ist, das eigentlich in den Zwischenkriegsjahren schon hätte legalisiert werden sollen von den Wegerechten her. Und dieses ein bisschen eine vergessene Gegend vielleicht. Und die Stadt Wien hat jetzt die Aufgabe, die rechtlich zulässigen Wegerechte drum zu machen. Und dass es eben nicht so ist wie bei anderen Umweltthemen, dass ich in einer Schutzzone einen Bau errichte. Das ist ganz unmöglich, das wird nie bewilligt, das ist mir klar. Herr Bezirksvorsteher, aus rechtlicher Sicht, sagt die Frau Dr. Freier, wäre das sehr wohl möglich, den Weg dort zu belassen. Ja, aber das sagen unsere Rechtsexperten anders. Die Siedlung selbst befindet sich ja nicht im SWW, sondern dort ist eine dementsprechende Widmung drauf. Den rechtlichen Zustand, das heißt die einzelnen Wege zu bauen, das werden wir jetzt tun, auch im Zuge des Kanalbaus. Da ist ja auch mit den Siedlervereinen bereits, gab es die ersten Abstimmungsgespräche, wie sie gebaut werden, so die Straße. Noch einmal, das Problem ist aus meiner Sicht, ja, ich wäre dafür, dass der Zustand, so wie er jetzt ist, beibehalten bleibt und dass die Siedler weiterhin über diesen Weg, über den Nauffahrtweg ausfahren können, am Biberhaufenweg. Es ist völlig undenkbar, dass die Stadtentwicklung, die MA21, die von der Verkehrsstadträtin und für Stadtentwicklung zuständigen, geführt wird, dass die hergehen würde und für Autos
ein SWW-Gebiet umwidmet. Ich denke, das ist politisch nicht denkbar. Also ein Wiesenschutzgebiet. Ja, es ist völlig, völlig undenkbar, dass, dass diese Abteilung kommt. Herr Meilinder, Herr Klicker. Ja, ich glaube, die Wortmeldungen haben bis jetzt gezeigt, wie die Situation wirklich ist. Eigentlich sind eh alle dafür, aber es geht trotzdem nicht. Das sind nicht so kann es ja eigentlich nicht sein. Ja? Faktum ist, und auch wie die Frau Dr. Freier schon gesagt hat, es ist hier ein Wegerecht entstanden, das über 80 Jahre besteht. Es ist auch seit den 50er Jahren bereits ein Fahrweg, also auch der Hinweis, es ist nur ein Weg, aber nicht für die Autos. Es ist bisher so ausgeübt worden. Und alle anderen Situationen, die jetzt geschaffen werden durch diese Umwidmung, würden aus einem echten Schildbürgerstreich nahe kommen. Man darf eines nicht vergessen. Es wird der Weg, den wir vorher gezeigt haben, der jetzt besteht, aufgelassen, wird in Privateigentum belassen. Es ist ja, ich wollte sagen, übergeführt, aber es ist Privateigentum. Damit wird aber eine homogene Fläche des Privateigentums geschaffen, die auch optimal verwertbar ist, zwar nicht als Baugrund, aber immerhin als Grünlage vor den jeweiligen Baugründen. Und dafür müssen 200 Siedler und Anrainer eklatante Umwege in Kauf nehmen, um dann erst wieder nicht hinauszukommen. Und der Nauffahrtweg wird für diese Konstruktion, die jetzt geschaffen wird, neu gebaut. Der muss neu geschaffen werden. Also der jetzt besteht, den gibt es dann nicht mehr. Ja? Also wir sind hier, um das Gerichtsverfahren vermeiden zu können, um das Gespräch zu suchen. Ich glaube auch, dass die Bürger sich sehr wünschen würden, wenn die Behörden mehr auf sie zugängen und sie ins Gespräch einbinden. Wenn das zu keinem Ziel führt, und wir haben auch andere Ideen vor einem Gerichtsverfahren, auch zum Beispiel den Rechnungshof zu fragen, ob eine derartige Kostenaufwand, um nämlich die Kanalführung zu verlegen, ob der wirtschaftlich ist. Wenn alle diese Wege nichts bringen, bin ich sehr wohl dafür, dass man diese Wegerechte gerichtlich einklagt, weil die Grundlage dafür besteht. Herr Nevri, wie kann man da einen langen Prozess noch vermeiden? Also man weiß von mir, dass ich in Verkehrsfragen nicht immer mit der Stadt einer Meinung bin und ich befürchte, dass es da keine Lösung, keine einvernehmliche Lösung geben wird. Die Stellen der Stadt, und es ist nicht so, dass alle dafür wären, sondern die Umweltanwaltschaft ist dagegen, die M21 ist dagegen. Und von dieser Seite wird es aus meiner Sicht keine Zustimmung für ein Einvernehmen geben. Und aus dem Grund befürchte ich, dass sie, um tatsächlich den Nauffahrtweg offen zu lassen oder zu schaffen, wie auch immer, da gerichtliche Entscheidungen treffen müssen. Von seitens der Stadt sehe ich das nicht. Ich bin überzeugt davon, dass die Magistratsabteilung 21 keinerlei Veranlassungen vornehmen wird, um dort eine Straße zu errichten. Sie wollten nur kurz was sagen, Herr Meilinder? Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, es ist interessant, dass man 1 Million Euro da aufwenden muss, um das da zu machen. Und das Nächste ist natürlich, dass da nicht nur wir betroffen sind, sondern die komplette Siedlung im Hintergrund. Absolut, ja. Und es ist wirklich interessant, wie eigentlich da verschiedene Magistratsabteilungen unter einem Pseudo irgendwelche für die Volkswirtschaft wesentliche Punkte verneinen, was eigentlich für uns dann relevant ist. Und mich würde interessieren, welche Personen das dann in Zukunft zu verantworten haben. Wir können nur zusagen, an der Sache weiter dran zu bleiben, zu beobachten, was da passiert, und würden uns sehr freuen, über eine einvernehmliche Lösung, mit der alle leben können, berichten zu können. Herr Bezirksvorsteher, danke, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben. Danke für die Einladung.